So, hier diese Treppe müssen wir jetzt hoch. Das ist dann wohl die Belohnung für die Treppen. Ha? Hammer. So, kannst du noch mal sagen, was du gerade gesagt hast? Oh, die Sonne, die scheint dir gerade richtig schön auf deine güldenen Haare. Also, wir sind jetzt hier auf 511 Höhenmetern. Das heißt, wir müssen noch ungefähr 300 Höhenmeter bestreiten heute. Wir haben allerdings den steilsten und höchsten Aufstieg schon jetzt geschafft. Denn das war ganz am Anfang von der Tour eine konstante Steigung über insgesamt 100 Höhenmetern. Und ich würde sagen, wir sind müde, schon jetzt nach ungefähr 4,5 Kilometern. Aber man kann sagen, die Ausblicke lohnen sich auf jeden Fall. Wir können ja gerne mal rüberschwenken. Also es ist wirklich traumhaft. Und vorhin konnte man schon über den wunderschönen Stausee schauen. Und da finden wir wirklich ganz tief im Wald drin. Da geht's jetzt gleich hoch. Und hallo Sonne. Wo geht's denn jetzt lang? Natürlich geht's bestimmt den Spazierweg. Komm, wir gucken mal. Ja. Oh, was ist denn das? Ja gut, dann gehen wir schon mal voran. Ja. Da geht's jetzt weiter für uns. Wir sind beim Mettlengraben. Und wie findest du's? Voll. Das ist übrigens ein Bannwald hier, das heißt, der wird komplett in Frieden gelassen. Da wird nichts gemacht, forstwirtschaftlich. Oh, Fangorn Forest.
So, was gibt's denn hier gleich? Kaffee. 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 Woo. Stößchen. Und wie findest du die Strecke hier? Ja, aber ein bisschen wurzelig. Wie findest du? Hey! Also da hinten, da sieht man so Wege. Was ist denn damit? Da, weiß ich gar nicht. Ja, doch, 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 da, ja, ja, ja. Da waren wir und dann mussten wir erstmal ganz weit nach unten. Also hier musst du echt schwindelfrei sein. Ich habe ja so ganz leicht Höhenangst. Und so, die ist hier da, ja. Das hier ist unser Gehweg. Da geht's runter. So, Inga, sag mal, was ist denn dein Fazit von dem Abschnitt? Mein Fazit? Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall meine Portion Adrenalin abbekommen für heute, muss ich sagen. Und bin sehr dankbar, dass ich diesen Abschnitt heile überstanden habe, weil ich habe mich nämlich wirklich manchmal ziemlich vor den Höhen gegruselt. Deswegen haben wir auch nicht viel gefilmt in diesen Abschnitten. Das war wirklich, da waren zwei Fuß breit zum Teil. Also das war schon ordentlich. Also dieser Weg ist gar nicht so schlecht, finde ich. Man findet hier Schätze. Und es ist ein schöner Wald. Und man erkennt, warum der Schwarzwald schwarz ist. Ja, guckt euch das an da hinten. Hallo, wo sind wir denn jetzt? Wir sind in Totnes angekommen und hier regnet es und ist aber auch sehr schön. Ja, einmal der Schwenk zur Seite.